Knirr. So, Stefan, die CD hätte ich auch gerne. Ich weiß es ja auch und toll, dass er es wusste. Helge Schneider, man glaubt es nicht, der Mann ist 60 geworden heute. Helge, wenn du jetzt zuschaust, ich beneide dich, du bist 60 und hat ja immer noch die Haare so schön, die Haare immer noch so lang. Und ich habe gesagt, Helge, mit 60, irgendwann müssen die Haare ausfallen. Da hat er nur gesagt, nee, also ich mach zwar mal eine Platte, aber Platte kriegen ist nicht schön, weil ich sag nur Glatze no, die krieg ich nicht, ja, da bin ich aber froh. Vor Haarausfall bin ich nicht bang, ich trag die Haare weiter noch lang, ja, die fallen nicht aus. Applaus. Nee, die fallen auch nicht aus bei ihm. Und, aber jetzt, vielleicht mit 66 kriegt er eine Glatze. Wer wird denn heute 66? Ich sag Ihnen was. Ich sag nur die ersten Namen. Peter Alexander. Moment. Nicht Peter Alexander, sondern Peter Alexander Mackay. Das ist sein eigentlicher Name. Und Sie kennen ihn als Peter Maffay. 66 Jahre. Er hat 50 Millionen Platten verkauft. Er hat 1000 Wochen war er in den Albumcharts. Und er weiß immer noch, wo er herkommt. Ja, Freunde. Vor 66 Jahren, da kam ich in Rumänien zur Welt und genauer gesagt in Siebenbürgen. Und das weiß ich noch. Über Siebenbürgen musst du gehen, viele Hitparaden überstehen. Aber heut fehlt mir kein Geld zum Glück. Ich will nur irgendwann mein Schaukelpferd zurück. Das Schaukelpferd kriegt er garantiert irgendwann zum Geburtstag, vielleicht auch heute. Und dann möchte ich Uli Hoeneß gratulieren zu seinen Festspielen. Er kommt ja aus dem Feuer nicht raus. Jetzt kommen zwei Filme über Uli Hoeneß und die Geschichte kennen wir ja alle, aber nicht so im Detail. Es fing ja damit an, dass Uli Hoeneß mit einem kleinen auffälligen Auto über die Grenze ist in der Schweiz, hat extra noch einen Aufkleber drauf gemacht, CH. Und die Grenzer sofort, ja, guck, der Uli Hoeneß, CH heißt Kapital hinbringen. Ja. Und jetzt ist er auf dem Golfplatz entdeckt worden von Howard Carpendale. Ja, Freunde, ich kann nur sagen, ich habe Uli gesehen und habe gesagt, das ist er doch tatsächlich, das glaube ich nicht. Da steht Uli im Pulli, der alte Bauern Bayernwolf. Erst eingelocht im Knast und dann eingelocht beim Golf. Und bald öffnet sich die Tür und dann bereut er alles, alles. Und freut sich dann im Bau auf seine Frau. Genau. Dankeschön.